Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Heute koche ich Kichererbsen. Zuerst werde ich 1 Kilo Kichererbsen gründlich waschen und über Nacht in der dreifachen Menge Wasser einweichen. Das Einweichen von getrockneten Kichererbsen ist aus 2 Gründen wichtig. Zum einen werden die harten Hülsenfrüchte dadurch weich und quellen, wodurch sie schneller gar werden. Zum anderen sind sie dann leichter verdaulich. Am nächsten Tag werden die Kichererbsen ungefähr so aussehen. Jetzt geben wir die Kichererbsen in einen Topf und das Kichererbsenwasser schütten wir weg. Wir geben 2 Teelöffel Salz und 1 Liter kochendes Wasser zu den Kichererbsen. In den ersten 5 Minuten halten wir die Hitze hoch und entfernen den weißen Schaum von der Oberseite der Kichererbsen. Jetzt reduzieren wir die Hitze des Herdes ganz und lassen die Kichererbsen 60 Minuten kochen. Nach einer Stunde sind die Kichererbsen vollständig gegart. Nach dem Abkühlen können wir diese Kichererbsen auch einfrieren und bei Bedarf sofort verwenden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Koch mit Sultana.